Wir Menschen sind ja eigentlich auch nur eine ganz hochentwickelte Pflanze. Und wie jede Pflanze braucht auch der Mensch Sonne, Licht und Wasser, um zu gedeihen, und Nährstoffe und so weiter und gute Erde. Aber was wir ja seit Neuestem machen, und ich weiß nicht seit wie vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden, wir tun bestimmte Stellen am Körper abdecken durch Bikinis und Badehosen und Badeanzug und so weiter. Und an bestimmte Stellen am Körper lassen wir überhaupt keine Sonne und keine frische Luft mehr hin. Was würde zum Beispiel mit einer Pflanze passieren, die man künstlich an einer Stelle konsequent abdeckt, sodass da keine Sonne und keine frische Luft hinkommt? Der Fleck an der Pflanze oder am Baum, der würde natürlich mit der Zeit also krank werden, und irgendwelche modrigen Sachen würden da entstehen und der Fleck würde wahrscheinlich irgendwann absterben, also weil einfach die Licht und die Sonne und die frische Luft fehlt. Und so ist es natürlich bei den Menschen auch. Wir decken die ganze Zeit künstlich unsere Genitalien ab und lassen da einfach keine Sonne und keine frische Luft hin. Und daher kommt es ist meine Meinung, dass die ganze Sexindustrie so aufgeblüht ist, weil die ganze Menschheit davon krank geworden ist, und die suchen alle irgendwo Heilung bei irgendwelchen, indem sie sich irgendwelche Pornos oder sonst was anschauen, was mit Sex zu tun hat, da wo sie irgendwie was Gesundes dabei sehen, weil sie das die ganze Zeit künstlich abdecken, mit der Zeit davon an der Stelle krank geworden sind. Genau. Und deswegen wäre es ganz wichtig, auch das muss man, wer am Anfang wirklich Probleme hat und so weiter, das kann man ja ein paar Minuten selber machen, indem man, was weiß ich, in den Wald geht und sich da ein paar Minuten auszieht und da seinen Körper ganz umarmen lässt von der frischen Luft, und auch von mir aus irgendwo da auch im Wald suchen, wo die Sonne hinkommt, und sich da auch ganz umarmen lassen von der Sonne, dass also der menschliche Körper auch wirklich ganz gesund gedeihen kann, weil durch das, dass da eben kein Licht und keine frische Luft hinkommt, werden eben diese Zonen krank, und das sieht man heutzutage ganz klar, dass es so ist, sonst würde zum Beispiel nicht die ganze Sexindustrie die Nummer 1 auf dem Internet sein, weil alle Leute Heilung suchen auf dem Gebiet. Und das Ganze ist irgendwie daher entstanden, das ist auch meine Meinung, das ist von der Kirche irgendwann mal im Mittelalter oder oder zu noch früheren Zeiten eingeführt worden, dieses keusche Leben. Und unter einem gesunden, keuschen Leben, da versteht man darunter, dass man nicht die ganze Zeit seinen Samen x-mal hinausschleudert, so dass der Körper davon ganz verbraucht und erschöpft wird. Weil wenn man, also man kann ja auch Sex machen, ohne dass man jetzt seinen Samen hinausschleudert, den behält man dann halt einfach am Schluss. Dann hat der Sex auch relativ viel Spaß gemacht, bloß dieser äußerst kostbare Samen, den braucht eben der Mann für eine Weiterentwicklung seines Geistes. Dieser Samen, der wird dazu gebraucht, um in höhere, um das Wesen des Menschen oder des Mannes in ein höheres geistiges Wesen zu verwandeln. Dadurch lernt man dann zum Beispiel mit seinem Geist zu sehen, mit seinem Geist zu hören, und nicht nur jetzt mit unseren irdischen Augen und mit unseren irdischen Ohren, sondern das braucht eben der Mensch für eine höhere Weiterentwicklung. Aber wenn man seinen Samen nicht verschleudert, dann ist am Nacktsein überhaupt nichts Schlimmes. Und das weiß ja auch jeder Mann, also wenn man seinen Samen zu oft hinausschleudert, wenn man zu viele Orgasmen hat, dann fühlt man sich irgendwie ganz verbraucht und leer, und
Und es wird auch so in den alten Schriften gesagt, also da trocknet ein Mann aus. Und so soll es natürlich nicht sein. Ein Mann soll natürlich im Saft stehen. Deswegen muss man aber nicht auf Sex verzichten. Und zwar, dass wenn was passiert, dass man die Leute dann halt irgendwie über einen Ablass und so weiter zur Kasse gebeten hat oder gefügig und hat sich die Kirche drüber stellen können und so hat man Macht aufgebaut und die Leute ausgebeutet. Aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr nötig. Genau, deswegen ist es ganz wichtig, dass man entweder so mal nackt zum Baden geht, immer wieder, oder eigentlich nur immer wieder, sondern jede Pflanze braucht an dieser Stelle der Körper jeden Tag frische Luft und frisches Licht. Und das nützt nichts, wenn man da zu Hause, wie man kann sich ja auch so vorstellen, was würde zum Beispiel mit dem Raum zu Hause passieren, da wo man über Jahre und das ganze Leben, wo der Raum existiert, nicht einmal das Fenster aufmacht und nicht einmal durchlüftet. Und da, wo die ganze Zeit die Fenster geschlossen sind, die Vorhänge zu, was würde in so einem Raum passieren? Der würde natürlich mit der Zeit zum Stinken und zum Modern anfangen und es wäre ganz schrecklich, in den Raum reinzugehen. Und so ist es natürlich auch mit den Stellen, die wir ständig nicht lüften und wo man auch die Vorhänge nicht aufziehen, dass er mal da Licht hinkommt. Also deswegen unbedingt, wer da wieder mit der Zeit so natürlich werden will, wie es die Natur geplant hat, wieder frische Luft und Licht hinlassen, dann ist es wieder dann ist da ein riesengroßer Krankheitsbrocken von der Menschheit gefallen, der heutzutage ja bei uns in allen Gesellschaften herrscht.